Nicht wenige werdende Mamas haben hin und wieder Durchfall in der Schwangerschaft. Welche Ursachen das haben kann und wann das Ganze gefährlich wird, erfährst du hier. Durchfall kann zum Beispiel Folge einer Ernährungsumstellung sein. Ballaststoffe oder viel Obst können den Darm reizen, ebenso wie Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium. Weitere Gründe können Lebensmittelunverträglichkeiten oder Infektionen sein. Sehr selten resultiert der Durchfall aus Listeriose. Die bakterielle Infektion kann für das Baby sehr gefährlich sein, verläuft bei der Mutter aber recht harmlos. Listerien kommen zum Beispiel im Boden vor und können rohes Fleisch, ungewaschenes Gemüse oder Rohmilchprodukte besiedeln. Unter anderem deshalb wird Schwangeren empfohlen, bestimmte Lebensmittel zu meiden und auf eine gute Küchenhygiene zu achten. Generell hilft gegen Durchfall viel Trinken sowie Schonkost, zum Beispiel geriebene Apfel oder zerdrückte Banane. Hält der Durchfall mehrere Tage an oder treten Erbrechen, Blut im Stuhl oder Kreislaufprobleme auf, ist ein Arztbesuch ratsam.